Abgegebene Stimmkarten 693. Mit Ja haben gestimmt 586. Mit Nein haben gestimmt 100. Enthaltungen 7. Der Antrag ist damit angenommen. Jetzt auch den Ringtausch schwerer Waffen und die massive finanzielle Unterstützung der Ukraine für direkte Waffenkäufe und die Lieferung eigener schwerer Waffen, da wo es möglich ist, zu prüfen in aller Sorgfalt und dann auch zu entscheiden. Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern vom Boden aus. Das ist hier nochmal deutlich geworden. Deutschland ist dazu bereit und wir werden auch heute im Rahmen der Konferenz